Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, die Aktuelle Stunde hier gibt die Gelegenheit, einmal grundsätzlicher einzuordnen, wie die Aufgabenverteilung bei der Bewirtschaftung und beim Budgetrecht des Parlaments ist. Und deshalb, Sie haben das Budgetrecht des Parlaments. Und wir haben gestern in der Fragestunde miteinander ausgetauscht, dass bestimmte Weichenstellungen, die Sie meinen, die das Parlament nicht hätte schon treffen oder erfahren können, dass die noch gar nicht getroffen sind. Denn das ist Ihr Recht. Sie haben das Budgetrecht des Parlaments. Das Budgetrecht des Parlaments erstreckt sich nicht nur auf einen Stammhaushalt, sondern auch auf einen möglichen Nachtragshaushalt. Und das regelt die Verfassung, das regelt die Landeshaushaltsordnung. Und auf der anderen Seite gibt es ein Initiativrecht beim Haushalt, nicht nur aus historischen, sondern, wie die Juristen wissen, auch aus tatsächlich juristischen Gründen, in der Aufgabenverteilung zwischen Regierung und Parlament. Das Initiativrecht der Landesregierung bezieht sich darauf, Ihnen einen Vorschlag zu machen, nicht nur einen Stammhaushalt zu machen, das ist unsere Pflicht, Ihnen vorzulegen zu einem bestimmten Zeitpunkt, konkret bis zum 30.09. eines jeden Jahres, sondern es bezieht sich auch darauf, gegebenenfalls im Haushaltsvollzug notwendige Veränderungen, die nicht über Haushaltsbewirtschaftung erfolgen können, über über- und außerplanmäßige Ausgaben und deren Billigung anschließend im HFA, dann auch im Wege eines Nachtragshaushalts Ihnen vorzuschlagen. Und die Tatsache, dass wir einen solchen Nachtragshaushalt regierungsintern beraten, ist zunächst mal nichts, was einen Anspruch auf öffentliche Behandlung hat. Das Initiativrecht der Landesregierung wird ausgelöst durch einen Kabinettbeschluss und nicht dadurch von Ihnen letztlich ein Anspruch ausgelöst, dass Sie schon irgendwie beteiligt werden müssen über Inhalte, bevor das Kabinett einen Vorschlag gemacht hat. Von daher ist die politische Ankündigung, einen Nachtragshaushalt zu machen, nichts, was in irgendeiner Weise Ihr Beteiligungsrecht schmälern könnte. Und deshalb ist die Frage einer solchen Beteiligung, wie Sie das seit Wochen machen, weder mit der Verfassung noch mit der Landeshaushaltsordnung noch mit der Frage verbunden, ob dieses Parlament ausreichend Achtung erfährt. Das ist ein Popanz, den Sie hier aufbauen. Jetzt verstehe ich ja, dass Sie diesen Popanz aufbauen, weil Sie ja in der Sache, alle drei Oppositionsfraktionen, so unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was denn passieren sollte, wenn man unseren Vorschlag nicht umsetzen will. Die einen wollen unendlich viel mehr Schulden machen, Herr Ott hat das neulich jetzt noch gesagt. Die anderen sagen, ihr müsst viel mehr sparen, ihr habt doch so viel Geld, Herr Witzel, Herr Höhne. Sie sagen das Gleiche, Herr Dr. Beuker. Ja, Sie können sich nicht darauf einigen, was ein anderer Weg sein könnte. Und deshalb versuchen Sie uns zu erzählen, Sie könnten ja mal einen Alternativvorschlag machen. Kritisieren ist nur ein Teil der Aufgabe. Kritisieren ist ein Teil der Aufgabe, das ist auch Ihre Rolle, sicher. Aber es könnte ja auch mal sein, dass Sie einen Vorschlag machen, wie man es besser machen könnte. Auch das würde der parlamentarischen Debatte sicherlich entsprechen. Das haben jedenfalls diejenigen, die die Aktuelle Stunde hier beantragt haben, bisher nie getan. Die haben sich immer in Allgemeinplätze geflüchtet über Weltpolitik, Europapolitik, Deutschlandpolitik und ansonsten, was auf der Welt so an Moral aus ihrer Sicht gilt. Von daher ist das an der Stelle einfach ein Stück weit an der Thematik vorbei. Ich verstehe auch, dass Sie, wenn Sie als promovierter Jurist genau wissen, was in der Landeshaushaltsordnung, in der Verfassung stehen, dass Sie nicht juristisch hier argumentieren, sondern versuchen, moralisch Transparenzkategorien und sowas zu ziehen. Sie wissen es ja besser. Und wenn Sie es nicht wüssten, würde es mich sehr wundern. Nochmal zur Klarstellung. Die Haushaltsaufstellung im parlamentarischen Verfahren entspricht dem Budgetrecht des Parlaments. Da sind Sie umfassend zu beteiligen. Vor allen Dingen haben Sie die Beratungshoheit. Und dann können Sie auch darüber diskutieren, ob das, was wir Ihnen vorschlagen, richtig ist oder nicht. Und da stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie bekommen müssen. Wir beantworten alle Fragen. Im Haushaltsvollzug gibt es eine zweite Regel. Und die habe ich Ihnen auch vorgetragen, nicht nur im HFA, sondern auch in der Fragestunde gestern. Und deshalb ist das mit dem Enttäuschtsein auch ein bisschen mehr gespielt, Herr Bär, als Sie hier gerade da signalisieren. Der entscheidende Punkt ist der. Herr Kollege Witzel war überrascht, dass ich mir es gestattet habe, bei der Beantwortung seiner Frage, seiner schriftlichen Frage für den HFA, das Zitat seines Parteikollegen Wissing aus dem Deutschen Bundestag zu zitieren. Und ich habe Ihnen geantwortet, dass mir erstens dazu keine Erkenntnisse aus den Ressorts vorliegen,
was auch der Fall ist. Denn der Haushaltsvollzug in den Ressorts ist Sache der Ressorts. Und wir haben nur zu bestimmten Maßnahmen, die Sie auch von mir schon, zwar paraphrasiert, aber in der mündlichen Beantwortung Ihrer Fragen im HFA bekommen haben, von Verpflichtungsermächtigungen angefangen, habe ich Ihnen Beispiele dazu genannt. Das sind zentrale Bewirtschaftungsvorschriften, die sich nicht beziehen auf das, was Sie in der Zeitung gelesen haben, sondern ausschließlich auf Themen beziehen, die Sie eben auch zitiert haben. Das ist der zentrale Bewirtschaftungserlass. Der kommt von vor Weihnachten und wir haben ihn ergänzt nach der Steuerschätzung um eine Bewirtschaftungsregelung, die Sie auch kennen, aus der Beratung, die wir miteinander gemacht haben und auch aus der Fragestunde gestern. Und die Frage von Bewirtschaftungsregelungen der Regierung sind nun Aufgaben der Exekutive. Und dann zu sagen, wir haben nicht zu jedem Zeitpunkt jede Bewirtschaftungsregelung der Landesregierung bekommen, tut mir leid, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist etwas, da glaube ich, da stricken Sie eher an einer Legende, als dass dies die Aufgabe ist, die wir hier gemeinsam zu erfüllen haben. Und deshalb will ich an der Stelle noch einmal zurück zu der Ausgangssituation in der Sache. Die Ausgangssituation in der Sache haben wir gestern in der Fragestunde auch intern erörtert, hier aber für öffentlich jeden nachvollziehbar. Wir haben eine Haushaltssituation, die geprägt ist dadurch, dass wir im Kern ausschließlich durch die schlechte Konjunktur, durch die Steuermindereinnahmen, durch die Folgen für die Finanzkraftverteilung zwischen Bund und Ländern einen Nachtragshaushalt Ihnen vorlegen werden, der am Dienstag im Kabinett beschlossen worden ist. Wir werden diesen Nachtragshaushalt Ihnen zuleiten, parallel zum Stammhaushalt 2025, sodass die Bitte ist, damit im September unmittelbar im Parlament zu beginnen, ihn zu beraten. Wir haben aber weitere Notwendigkeiten im Nachtragshaushalt zu erfüllen durch gesetzliche Vorgaben, nämlich dass wir bestimmte Themen, die sich im Haushaltsvollzug durch neue Rechtsrahmen und durch veränderte Kalkulationen ergeben haben, dass wir die entsprechend umsetzen müssen. Ich erinnere an die gestern thematisierten Bereiche Betreuungsrecht und Wohngeld. Von daher haben wir ausreichend Zeit, Gelegenheit und Möglichkeit, uns im parlamentarischen Verfahren über diesen Nachtragshaushalt zu unterhalten. Im Übrigen wird er planmäßig vollzogen. Und das, was Sie eben gesagt haben, Herr Witzel, zu dem Thema Bewirtschaftung beim Thema Stellen, ist auch nichts Unübliches. Wir machen ausschließlich in der Ministerialbürokratie eine Wiederbesetzungssperre jeder zweiten Stelle, die ab 1. Juni 2024 frei wird, und jeder dritten, die vorher frei geworden ist. Und das ist ausschließlich bezogen auf die Ministerien. Die übrige Landesverwaltung ist davon völlig unberührt. Herzlichen Dank.